Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hedronir. Ja, es geht weiter. Natürlich. Ich habe die ganzen TNTs weggeräumt, weil wir die anscheinend nicht benötigen. Denn dieser Lavaroller ist das Beste, was mir jemals untergekommen ist. Im Gegensatz zu den anderen Roller, der auf der ersten Insel gelandet ist. So. Lange Rede, kurzer Sinn, würde ich gerne mal weiter mit euch fortsetzen. Die erste Stufe hier, wir sind immer noch dabei und ich möchte noch tiefer kommen, so tief wie es geht. Also werde ich das Ganze mal wieder vorspulen für euch. Ich will mich nicht beschweren, aber wie tief geht das hier mit T1? Das ist verdammt tief schon. Das ist sehr tief. Tief. Ich musste schon nachfüllen. Also hier Lava. Den Tank nachfüllen. Eieiei. Und die Ränder habe ich so gelassen, um hier hochzukommen. Aber irgendwie. So. Ja, ich musste nämlich schon einmal nachtanken und ich bin schon ziemlich sehr tief gekommen. Uff. Ja, da wird uns wohl nächste Folge nicht erspart bleiben. Nächste Folge werde ich dann mit euch weiter tiefer gehen, soweit wie es geht. Mit T1. Ich guck mal, geht das noch tiefer? Ich muss das wissen. Ja, es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Alles klar. Nächste Folge geht es dann weiter mit tiefer Plätten mit dem Walzer. Ja. Puh. Ich sitze da schon eine halbe Stunde oder so. Ne, 40 Minuten circa. 45 Minuten irgendwie dran. Ja. Nun ja. Ich werde jetzt hier beenden. Die Folge. Wir werden noch weiter buddeln müssen. Auf jeden Fall. 100%. So tief war ich noch nie. Mit T1 natürlich. Und ihr seht, schweben da einzelne Ressourcen rum. Da wo angezeigt wird,
wo was gibt, ne? Hier vorne zum Beispiel die zwei Funkel-Funkel sind natürlich Eisen und da hinten Clodium und Gold. Barren, die da rumschweben. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon viel erreicht. Im Gegensatz zu den TNT haben wir hier sehr viel erreicht, muss ich sagen. Sehr groß das Areal, das Grundstück. Und ja, ich freue mich natürlich weiter darauf hin, mit diesen Walzer weiterzumachen. Morgen natürlich geht's weiter. Mit diesem Grundstück. Mal gucken, mal schauen, wie tief wir kommen. Dass wir endlich den C2-Bereich bekommen. Dass wir da endlich mal Kernstein bekommen. Ne? Werde ich aber nicht automatisieren können, weil wir haben die Maschinen dafür nicht. Da fehlen uns T2-Maschinen. Und naja, das erstmal eins nach dem anderen. Erstmal T1 ganz nach unten, so weiß, wie es geht. Wenn wir T1 erreicht haben, T2 angekommen sind, dann geht's los mit T2, Schaufel und so weiter und so fort. Na? Also nicht traurig sein, nicht böse sein. Morgen geht's weiter bei Hydronir. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren. Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um weitere Benachrichtigungen per E-Mail zu bekommen. Oder unten in der Videobeschreibung steht ein Link zu Discord. Gerne nachjoinen. Da werdet ihr auch benachrichtigt, wenn eine neue Folge erschienen ist. Immer täglich 20 Uhr auf meinem Kanal. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Und bis morgen. Ciao mit V. Tschüss mit Ö. Euer Dieselchen. Tschüss.